gepflegten Automobils. Apropos gepflegt, da ist Staub drauf. Guten Morgen, herzlich willkommen bei Metzl Automobile. Ja, ich habe ja manchmal auch etwas modernere Autos. Das heißt, hier steht jetzt ein 997S Cabriolet. Ich habe hier, also der jetzige, es ist ein zweiter Handauto, ja. Der jetzige Eigentümer hat den gekauft 2012, es ist ein 2010er Baujahr. Ist natürlich Scheckheft gepflegt, also, und der ist vor allen Dingen Porsche-Zentrum Scheckheft gepflegt. Ich kann mal hier kurz darauf hinweisen, was mit dem Auto so gemacht wurde. Also, hier steht 2012 Porsche, 2014 Porsche, also hier 88.000 Kilometer gelaufen, 21.000 die erste, dann 42, dann 49 in 2015, 56 2016, 74 2018. Dann hat er eine Inspektion gekriegt, Rechnung habe ich, aber nicht bei Porsche, deswegen hat er es nicht abgestempelt. Das heißt also, wer jetzt sagt, ich will ein top Porsche gescheckt gepflegtes Ding haben, könnte man jetzt nochmal bei Porsche eine Wartung machen lassen, dann wäre das picobello. Ich verkaufe den Wagen, finde ich, sensationell günstig. Gleich ist natürlich hier mit Bremsflüssigkeit und so. Und der jetzige Eigentümer hat den direkt von Porsche gekauft. Also das ist auch der Klassiker, weil die Haube wurde mal lackiert. Das heißt, das macht Porsche gerne mal, wenn Autos wiederkommen nach 2 Jahren. Ne, weil nach 2 Jahren ist er dann wieder zurück zu Porsche vom ersten Besitzer. Und er hat ihn von Porsche gekauft in Hamburg. Und hier steht, also 19 Zoll Turbo 2 Rad. Dreispeichen, Multifunktionslenkrad, Adaptiv, Sportsitze mit Fahrermemory, automatisches Abblend innen und außen und so weiter. Auto, ja, und Bose Soundsystem, Fußmatten hat er auch. Das ist geil, ne? Cool. Also Fußmatten auch, stell dir mal vor. Von Porsche? Wahnsinn. So, wie Navigationsmodul, Parkassistent, PDK hat er, dann. Achso, Sportsitz, hat Sportsitze drin. Dann hat er den 11er Schriftzug. Ich finde ja schöner immer, wenn da Carrera S steht, aber der hat einen 11er Schriftzug, 911er. Sitzheizung, Türeinstieg, Blenden aus Edelstahl. Ja, also alles gut. Sportfahrwerk und so weiter und so fort. Also das ist schon eine coole Kiste. Ich lege das mal alles weg. Ja. Ist jetzt hier bei Wetzel Automobile der Wagen, wird vom Wetzel Automobile verkauft. Und ich finde ja die Farbe, ist ja dieses Zielgrau, finde ich ja beim 996 und beim 997 sensationell, oder? Und dann braunes Dach, braune Innenausstattung. Also der Wagen wurde benutzt, ja klar, wird aber jetzt nochmal richtig schick gemacht. Und wenn man sich die Felgen genau anguckt, dann hat auch eine, hat glaube ich so ein bisschen hier gelitten auf der anderen Seite. Und ansonsten sind die wirklich noch ganz schön. Naja gut, der ist irgendwie, das sind halt kleine Rahmen, der ist schon immer mal irgendwie. Aber so ist es halt, mein Gott. Ich versuche das ein bisschen noch wegzukriegen mit meinem Smart Repair Mann. Mal gucken, was der da machen kann. Ansonsten, das Dach sieht ordentlich aus. Alles funktioniert an dem Auto. Ist ein S, ja, hat 355 PS. Und was mir nicht gefällt, sage ich jetzt mal, ist der Parksensor, ja. Ist also diese Folie hier, die sieht ein bisschen schäbig aus. Hier ist so eine, diese Steinschutzfolie, die ist so über die Jahre so ein bisschen abgegangen. Das mache ich nochmal neu, links und rechts, damit das ordentlich aussieht. Ja, ansonsten innen auch braun, richtig cool. Ich mach mal hinten auf. Was? Der ist noch gar nicht richtig gewaschen. Ich hoffe, das versendet sich so ein bisschen. Aber gucken. So sieht er aus. Komm, wir gucken vorne auch gleich dran, Thomas. Unfallfrei natürlich der Wagen, ja, also wurde von Porsche unfallfrei gekauft, bei Porsche damals unfallfrei gekauft und er hat selbstverständlich keinen Unfall gebaut. Das können wir eigentlich nicht machen, das sieht so schäbig aus hier alles noch, nicht, das muss noch sauber gemacht werden, also sorry, wird alles natürlich noch gemacht, aber es passt gerade so gut, ich habe den gestern, kam der hierher und deswegen filmen wir ihn jetzt direkt und wenn jemand kommt, dann ist der auch
picobello sauber. Ja? So, cool. Also, Scheibe gut, Scheinwerfer sehen ordentlich aus, nichts zerschlagen, nichts zerdingert. Bisschen Steinschläge, ja klar, hier vorne so, ne, das bleibt natürlich nicht aus. Aber in der Haube, die Haube ist tatsächlich, da ist nichts, das ist nur Staub. Da ist kein Steinschlag, also es sieht gut aus. Cool, ich mache ihn jetzt mal auf, dann können wir ihn besser von innen angucken. Dafür muss ich ihn einmal, kurz an, dann machen wir ihn auf. Einem 964er kannst du es nicht, weil es dauert zu lange, bis es zu ist. Geht das da oder bis ich zu dir? Also, ja, wie gesagt, also es ist wirklich ein ordentliches. Ich mag, das Braun gefällt mir, ne? Also das Dunkelbraun finde ich cool. Echt, passt zu dem Auto ziemlich gut, auch zu der Farbe. Und hier, klar, das sind so, ich meine 88.000, dann. Also es ist jetzt Klagen auf hohem Niveau, ja, hier ist eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. So ein bisschen sieht man hier, dass es längs geschuppert ist, aber wie sehen wir es? Mittelkonsole sieht ordentlich aus, alles nicht zerkratzt oder irgendwas. Schöne Bose-Anlage drin. Also 88.000 gelaufen, habe ich erzählt. Ich würde sagen, schnell vorbeikommen und kaufen. Und meine Videos gerne bei YouTube anschauen. Und vor allen Dingen, wenn jemand so ein Auto hat und verkaufen möchte, oder auch ältere Porsche oder eine Pagode oder irgendwas, rufen Sie mich an. Wir kaufen gerne Autos an und haben keine Angst vor Gewährleistung, weil wir versuchen, gute Autos zu verkaufen und nicht irgendwie einen Schrott unterzujubeln. Und deswegen habe ich irgendwie keine Ahnung, wie viele Autos verkaufen, und nie Stress gehabt mit irgendjemandem. Das ist auch echt schön. Cool, fragen mich immer welche. Hast du keine Angst vor Gewährleistung? Sag ich, nö. Den Mutigen gehört die Welt. Und super. Okay, lass uns eine Runde drehen, oder? Gut, machen wir jetzt. Wir fahren einmal hier unsere Auffahrt rauf und runter. Wir haben schönes Wetter, wir können offen fahren, alles perfekt. Ja? Cool. Immer so Kommentare, so von wegen, Alter Wetzel, stöhn nicht so, wenn du in die Autos einsteigst. Ne? Jetzt habe ich mich richtig zusammengerissen gerade, hast du gemerkt? Ich habe nichts gesagt. Stimmt. Angeschnallt gefahren, Mann. Liebe Kinder, immer schön anschnallen, wenn die Auto fahren. Ah, die Kinder fahren noch gar kein Auto, insofern alles gut. Was nervt jetzt? Es piept nämlich hier die ganze Zeit. Ja, was soll ich sagen? Also 997 ist ja schon eher ein modernes Auto. Und dann auch noch der Facelift, also der MK2. Cooles Ding. Guter Zustand. Modernes Auto. Wenn man Lust auf sowas hat, schnell zu mir kommen, den Wagen kaufen. Ich finde den Preis tatsächlich verlockend, den ich hier reingeschrieben habe jetzt bei dem Auto. Und ja, kann sich vielleicht jemand ein schönes Auto kaufen, was wunderbar funktioniert und alltagsfähig ist. Und. Also insofern danke fürs Zuschauen und Grüße in die Welt, Wetzel Automobile. Viel Spaß beim nächsten Video. Ciao.